Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Tristan, muss ich gerade mal kratzen? Ja, hier am Kopf. Ja, ich habe es gesehen. Ja, wir haben heute den 25. August und da sind auch so viele Pollen da irgendwie so unterwegs. Ja. Ne? Deswegen muss man sich mal kratzen. Immer August im Hochsommer. Ja, ja. Immer. Immer, ganz viele, genau. Apropos unterwegs, Geburtstagskind des Tages. Ist? Claudia Schiffer. Was hat das mit unterwegs zu tun? Gar nichts, aber ich habe die Überleitung zu Claudia Schiffer geschafft. Ja, das Geburtstag des geschafft. Tages. Ja. Ja. Claudia Schiffer, entdeckt worden von Karl Lagerfeld, war immer irgendwie als die Ikone der Models irgendwie unterwegs eine ganze Zeit. Jahrgang 70. 70? 70. Ach, die ist ja älter als ich. Ja. So ein Ding. Ja. Aber die sieht wesentlich besser aus als du. Ja, am 25. August ja. 1960. Mhm. werden in Rom die, jetzt muss ich mal gucken, warte mal, die 17. Olympischen Sommerspiele eröffnet. Gut. Ja, das war natürlich. Nein, ich hab was. Hast du was? 25. August 1977. Aha. Kinostart in Deutschland für Der Spion, der mich liebte. James Bond 007, Roger Moore. Findest du ja saugut? Nee, hab ich nie behauptet. Ich habe gesagt, der beste James Bond aller Zeiten ist Sean Connery. Roger Moore ist auch gut. Nee. Nee. Nee, Roger Moore ist nicht auch gut. Der Spion, der mich liebte, das war ja mit... ja, mit dem Schauspieler. Mit dem Beißer. Richard Kiel. Der Spion, der mich liebte und Moonraker hat er gespielt dann später. Voll die Scheiße. Ehrlich. Richtig. Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe ganz oft schon in den Sendungen gesagt, ich habe es als Kind sehr gerne geschaut. Mhm. Ich habe als Kind auch allen Rotz geguckt. Wirklich. Deine Eltern haben dich immer vor den Fernseher gesetzt, dass sie Ruhe vor dir haben. Letztens habe ich hier bei diesen, auf diesen Streaming-Dings, da habe ich gesehen, Daddy's Cadillac übrigens. Kennst du Daddy's Cadillac noch? Mit Corey Feldman und Corey Haim. Mhm. Und dann habe ich gesagt, oh geil, Daddy's Cadillac, wie geil ist das denn? Habe ich früher geliebt, habe ich tausendmal geguckt. Guckt, und, ja, und dann fand hast du tausendeine Mal geguckt. Und dann habe ich das eine Mal geguckt und es war eine Scheiße. Ehrlich, das gibt's doch gar nicht, dass ich das früher so gut fand. Ich habe das ja 10.000 Mal. Deine Wahrnehmung hat sich verändert. Oh, aber sowas von. Ja. Es gibt's gar nicht, dass man früher als Kind Sachen geguckt hat, die fand man super gut. Und dann später jetzt, genauso wie Colt Sivers. Colt Sivers ist der letzte Rotz, ehrlich. Und ich habe das als Kind, ich war ja Colt Sivers auf meinem Fahrrad. Auf deinem Fahrrad, wenn du über den Lenker abgestiegen bist und mal wieder mit dem Gesicht auf dem Asphalt gebremst hast. War ich Colt Sivers, ich war nie Howie. Sascha, was machst du da? Ich hab mir Colt Sivers gemacht. Super, ja. Ja. Das waren noch Zeiten. Das war der 25. August. Ja, morgen sehen wir uns wieder am 26. August. Bis dahin sag ich Cheerio, Miss Sophie. Gute.